Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Mario Odyssey. Ja, wir sind hier, leider Gottes, wie soll ich sagen, wieder am Anfang. Wir sind nicht am Anfang, sondern in der Mitte hier. Denn ich habe dooferweise irgendwie, ich weiß nicht, ob man auch beim Speichern so das Ding verliert. Also den Stand an sich, den Speicherstand. Oder wo man war, so gesehen. So, wir haben hier oben ja auch was. Und hier ist ja wieder mal viel los. Hier waren wir überall schon, also demnach. Und da gab es ja noch die Rüben. Da gucken wir einfach mal nach, ob das wirklich so ist, wie es sein sollte. Denn wir hatten ja hier. Toll. Okay, wirklich. Da haben wir schon alles ausprobiert. Also, ich kann jetzt guten Gewissens sagen, wir haben den schon. Hier kommst du noch rein, wenn du auch im Koch aussiehst. Und hey, du hast die richtigen Klamotten. Supi, dann gehen wir mal. Tschüss. Och. Dieser Topf köchelt ganz ordentlich vor sich hin. Was super für die Entfaltung der verschiedenen Geschmacksnoten ist. Aber irgendwie, es könnte noch ein bisschen heißer über den Topf sein. Ich schaff's einfach nicht mehr Feuer aufs der Lava rauszuholen, wie ärgerlich. Scheiße. Dammit. Müssen wir da einen Parcours bauen? Wir kunden mal das Ganze, ne? Scheiße. Ja toll, jetzt renne ich noch da rein. Ich bin ja doof. Aber ist halt wirklich gerannt, der Herr. Der Herr Mario rennt gerne, der Mario Bart. Oh. Der will mich doch verarschen. Wir probieren die ganze Zeit und nichts klappt. Das ist doch doof. Ja, ihr wollt das schneller haben. Yeah.
Nein! Ja. Komm schon, komm schon, komm schon. Na toll, da kann ich abschminken. Mach schon. So. Boah. Ich muss irgendwie Futter kriegen, ansonsten bin ich tot. Na gut, ab in die Röhre. Geht nichts anders. Wie jetzt? Na gut, ein Mond. Ich check nicht, was wir hier machen sollten wegen dem Feuer. So einfach. Hätte man auch drauf kommen können. Nein. Der Deppmatz. Und der... Ach komm, da bringt nichts irgendwie dahin zu fummeln. Wir gehen mal raus. Wir haben den Stern. Also wir haben nicht den Stern, wir haben den Mond. Reicht mir völlig. Wir waren ja schon da, das... Nochmal kurz. Wenn wir da vielleicht nochmal reingehen und dann den Herd nochmal anschmeißen, den nochmals. Also da hinten ist ja noch ein Topf, vielleicht können wir bei dem nochmal Feuer einheizen. Na gut, wir verbrennen uns den Arsch. Warum? Ich gehe baden. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, ich hab's. Wir können es abschminken mit dem ganzen Gedudel hier. Nein! Und dann rennt er noch da rein. Ey, den kann man so nicht steuern, wenn er auf Feuer ist.
wenn da Feuer und Flamme ist, geht nichts. Also, ich find's. Ich meine, wie jeder da dort. Jetzt bist du schon 10.000 Mal durchgespielt. Ich könnte das besser als ich. Schwein, ey. Ist doch gewusst. Der ist scheiße. Sollten Stern den Mond hier nicht kriegen. Das ist ja aber auch doof. Nein! Verbrennen immer den Arsch! Scheiße, ich weiß. Na, wir hätten nicht mehr danach, wir hätten nicht mehr zurück sollen, ich Affe. Denkst du was, aber naja. Ey! Wo ist unser... Wir müssen uns zurückholen. Oh. Ich bin gesprungen. Okay, wir müssen da nochmal hoch mit unserem Freund Flamme. Nochmals. Nein! Nein! Kann ich gleich fürs Behindertenheim anmelden? Hallo? Ich muss da mit dem... Ich dachte, das war hinter dem. Hinter dem Kochtopf. Oh, ich kann mich wirklich anmelden für... Ich bin, glaube ich, wirklich der dümmste Mensch der Welt. Hat's mir nur nicht gesagt. So.
Ich sag's nichts mehr dazu. Ich sag einfach nichts mehr dazu. Und ich beende diese Folge hiermit. Ich schaff das offline schon recht gut. Und dann sehen wir uns nach dem Dingens da, ne? Bis dann. Tschüss und ciao.